So, letzter Blog-Eintrag für 2014. Nun ist es soweit. Ich haue alles raus. Nein, Quatsch. Ich habe, wie im Text beschrieben, seit einigen Wochen, Monaten mir Gedanken darüber gemacht, ob ich diesen Blog-Eintrag überhaupt mache, beziehungsweise ob ich überhaupt einen Film drüber mache oder ob ich nur darüber schreibe. Ich habe mir gedacht, ich mache beides. Im Text steht wesentlich mehr, als ich jetzt wahrscheinlich vor mir hin plapper. Aber ist nicht schlimm. Also im Prinzip geht es darum, Facebook und Co., meine Abrechnung. Hört sich jetzt erstmal meine Abrechnung, okay. Wie viel musstest du zahlen? Nein, Quatsch. Es geht eigentlich darum, dass heutzutage aus meiner Sicht viel über Facebook läuft. Das ist soweit alles in Ordnung. Es ist ein soziales Medium wie alle anderen auch. Wie Google Plus, wie Twitter. Man kriegt schnell Informationen, man kriegt viele Informationen. Das Problem meinerseits ist, meine Fotografie-Page, okay, super, es sind jetzt 2200 Anhänger. Finde ich toll, finde ich klasse, dass ihr meine Arbeit mögt, dass ihr meine Arbeit auch verfolgt. Nur seit einiger Zeit ist das Problem, dass Facebook wirklich Geld dafür haben will, damit die Seite irgendwo überhaupt gezeigt wird. Das ist klar, Facebook ist ein Unternehmen, es will auch Geld verdienen, das finde ich auch in Ordnung. Nur das irgendwie so zu machen, dass man weiß auch nicht, was für ein Rhythmus hinterhängt. Das heißt, wer kriegt es zu sehen, wie viele Leute kriegen es zu sehen, das finde ich ein bisschen schade. Und daher habe ich jetzt mal ein Resümee gezogen, dass ich primär meinen Blog weiter betreibe. Da ist die Frage, was möchtet ihr in nächster Zeit sehen im Jahr 2015 und weiter hinaus? Soll es so weiterlaufen? Habt ihr spezielle Wünsche? Das würde mich wirklich interessieren. Und das eventuell, klar, Newsletter, ihr könnt euch ein Newsletter eintragen, aber zur Zeit bzw. nächster Zeit im Jahr 2015 werde ich wohl mehr oder weniger darauf zurückgreifen, dass ich die WordPress-Einträge schreibe und die automatisch dann weitergeleitet werden per IFTT. In der Beschreibung werde ich noch einmal kurz sagen, was IFTT ist. Meiner Meinung nach ein richtig cooles Programm bzw. eine Plattform, wo ihr WordPress- oder Blogbeiträge schreiben könnt. Und die werden dann weitergeleitet, wohin ihr das haben wollt. Und ja, das ist so, was erstmal meine Frage ist, beziehungsweise was geändert werden soll, kann, ob es soweit weiterlaufen soll oder ob ihr irgendwie großen Änderungen haben möchtet. Mehr Technik-Sachen, mehr aus meinem Leben. Ich sei dazu gesagt, mein Privatleben, sage ich gleich, bleibt außen vor. Und ja, das würde mich interessieren. Meine Abrechnung mit Facebook ist, ich werde es ein bisschen drunter schrauben. Ich habe keinen Bock, ständig in Facebook in die Timeline zu schauen, was aktuell ist. Wenn ihr Fragen habt, ruft mich einfach an, schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail, aber nicht ständig über Facebook. Ich werde es eh für Shootingplanung demnächst auf mein neues System umswitchen, auf meinen Protonet-Server, dass alle Sachen, die für ein Shooting, Planung etc. pp. Laufen nur noch über den Protonet-Server, wo eine coole Software hinterläuft, dass ich nicht ständig für Facebook, Twitter, Google Plus, das wird dann alles gebündelt sein und darüber werden dann auch die ganzen Abläufe geplant. Deswegen möchte ich Facebook ein bisschen zurücktreten und das mal von alleine laufen lassen und ja, ich hoffe, ihr spielt mit. Ich weiß nicht, was ihr jetzt von meinem Blog-Eintrag haltet, das könnt ihr natürlich auch zuschreiben, aber ich glaube, es gibt einige Leute, die mir zustimmen, dass Facebook und Co. einfach überhand nimmt und man einfach ein bisschen mehr raus sollte, wie das in früheren alten Zeiten waren und sich einfach mal ein bisschen verabreden sollte und dann einfach mal drüber quatschen, anstatt dieses ganze Facebook-Gedöns. Ich werde natürlich Facebook dabei bleiben. Es ist nicht so, dass ich jetzt meinen Account lösche und sage, hier, ihr könnt mich mal. Nein, so wird es natürlich nicht sein. Es werden natürlich auch zwischendurch mal neue Sachen von mir kommen, aber primär versuche ich jetzt, das alles in meinem Blog im Jahr 2015 zu steuern und es würde mich natürlich freuen, wenn einige Leute von euch auch da dann bei sind und ja, so sehe ich gerade aus. Ich filme gerade mit der Fuji X-T1, funktioniert super und heute habe ich ausnahmsweise auch eine Funkstrecke dabei, damit ich nicht das Problem habe wie bei meiner Weihnachtsansprache mit, gucken, ob man sehen kann, Angie, ne? Eigentlich geht es ein bisschen weiter runter. Und ja, so sind die Planungen für das Jahr 2015. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2 Tagen, ist es schon soweit. Also bis dahin. Ciao, euer Florian.